zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zum Gast im Studio ist Daniela Pallas. Hallo, schön hier zu sein. Hallo Daniela. Du bist auch schon ein langjähriges Mitglied des Team Yamaichis, oder? Ja, genau, richtig. Ich bin schon seit 13 Jahren dabei und betreue als Produktmanagerin den Automotive-Bereich mit allen Steckverbindern und FFCs, Kartenlesern und allem, was dazugehört. Und aus diesem sehr breiten Produktportfolio möchtest du uns heute mal näher die Steckverbinderserie Y-Lock und das Kabelsystem YFC vorstellen. Das ist richtig. Vor allen Dingen zunächst den Y-Lock. Also der Y-Lock, das ist eine Steckverbinderserie, die es bei uns auch schon recht lange gibt. Eigentlich genauso lang, wie ich schon da bin. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir halt hier ein System geschaffen haben, ein Non-SIF-Steckverbindungssystem, was halt FFCs und FPCs verriegelt, ohne dass ich halt irgendwie eine zusätzliche Klappe oder ein Tray öffnen muss und genauso leicht auch wieder entriegelt. Und in diesem System bieten wir auch verschiedene Versionen an, oder? Genau, richtig. Also wir haben hier drei Versionen, die natürlich auch historisch im Laufe der Zeit gewachsen sind. Mit der allerersten Variante verriegeln wir quasi direkt über die FFC, über das blaue Supporting Tape. Die wird in den Stecker eingeschoben und der Isolierkörper verriegelt hinter diesem blauen Supporting Tape. Bei der zweiten Version haben wir auf die FFC noch einen zusätzlichen Stiffener aufgebracht. Und dieser zusätzliche Stiffener verriegelt dann mit dem Isolierkörper des Steckverbinders. Das hat halt den Vorteil, dass man das schon leichter führen kann, dass es auch eine Puka-Yuke-Funktion hat. Und in der dritten Version haben wir auch die Stiffener-Idee weitergeführt, haben allerdings den nochmal erweitert, haben da eine doppelte Verriegelung rangemacht, einmal frontal, einmal seitlich, um halt hier nochmal dem Bediener nochmal eine zusätzliche Führung zu bieten. Und natürlich ist das gerade auch so für robuste Systeme gedacht. Und ja, in all diesen Versionen, was sind denn da so unsere Alleinstellungsmerkmale? Ja, die Alleinstellungsmerkmale, ich habe schon ein paar aufgezählt jetzt, aber um es nochmal zusammenzufassen. Also zum einen, ich brauche halt jetzt keine Klappe oder im Tray oder sonst irgendwas zu öffnen. Die FFC wird einfach eingeschoben, sie verriegelt auf irgendeine Art und Weise, also entweder direkt oder über den Stiffener. Und genauso leicht kann ich sie wieder rausziehen mit einer gewissen definierten Kraft. Zum anderen habe ich mit dem Stiffener eine Puka-Yuke-Funktion. Es ist nicht möglich, die FFC falsch rum einzustecken. Und bei der dritten Variante die Robustheit. Und natürlich habe ich auch hier noch so zusätzliche Guiding Pins dran, also kleine Führungsstifte, die mir sogar ein blindes Stecken ermöglichen, also ein Blind Mating System. Okay. Und das ist ja besonders bei im Automotive-Bereich, wo eben die Bauräume auch sehr eng sein können, natürlich ein großer Vorteil. Welche Applikationen können wir denn da bedienen? Also man kann grundsätzlich an ganz viele Applikationen denken, überall, wie du schon gesagt hast, wo der Bauraum halt relativ eng ist oder wo es halt auch für den Bediener schwierig ist, in das System reinzukommen oder auch noch eine Rückmeldung zu bekommen, ob das geschlossen ist. Es kann beispielsweise im Infotainment-System sein, kann aber auch im Batteriemanagement-System sein, wo halt auch gerade das wichtig ist, da nochmal eine Rückmeldung zu bekommen, ob das System tatsächlich verriegelt ist. Und da unser System auch automatisch gesteckt werden kann, kann auch so natürlich hier nochmal eine Rückmeldung gegeben werden. Und ja, du hast ja schon gesagt, der Y-Lock ist also ein Steckverbindersystem für FFCs und FPCs. Mhm. Können wir denn als Yamaichi dort auch das Gesamtsystem anbieten? Ja, auch das können wir, weil wir haben in unserer Fertigung in Frankfurt-Oder haben wir eine eigene FFC-Linie aufgebaut. Das ist eine hochmoderne Laminierungsanlage. Wir haben Stanzanlagen, wir haben Faltungsmaschinen und können somit für alle Applikationen natürlich und auch für viele verschiedene andere Anwendungen kundenspezifisch FFCs fertigen, aber speziell natürlich auch für das Y-Lock-System, die wir dann auch direkt vor Ort dort mit dem Stiffener beispielsweise assemblieren, den wir auch da im Haus fertigen. Und ja, neben dieser sehr kundenspezifischen Lösung, die wir dann anbieten können aus einer Hand, welche weiteren Vorteile haben wir denn für den Kunden? Ja, also ist natürlich für den Kunden immer ein Vorteil, wenn er natürlich nur einen Ansprechpartner hat für ein komplettes System. Das heißt, er muss jetzt hier nicht zu einem FFC-Lieferanten hergehen, muss wieder zu einem Assemblierer gehen, der ihm dann halt beispielsweise die Bestückung auch noch vornimmt, sondern wir können ihm das komplett und als qualifiziertes System natürlich auch anbieten. Gerade Qualifizierung ist natürlich im Bereich Automotive immer ein sehr wichtiges Thema, ist auch meistens eine große Herausforderung. Das übernehmen wir sozusagen auch für den Kunden. Genau, weil gerade Yamaichi, wir haben in unseren verschiedenen Laboren natürlich hochmodernes Equipment stehen und für uns gehört es eigentlich zum Standard, dass jedes Steckverbindungssystem bei uns auch komplett durchqualifiziert wird. Beim Y-Lock ist es so, wir haben den in der V-Version 3 nach der LV214 qualifiziert. Das ist eigentlich eine Qualifizierung nach für Krimverbinder im Automobilbereich. Das ist eine sehr taffe Qualifizierung, die sehr langwierig ist, die dauert über 6 Monate. Und wir haben auch diese Qualifizierung mit Erfolg bestanden und da bin ich auch sehr stolz drauf.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Das heißt also für den Kunden, er kann sich bei uns ein komplettes System konfigurieren und bestellen, kann auf die Qualifikation verweisen, verbaut das System bei sich in seiner Anwendung und ist eigentlich fertig. Genau, das ist vollkommen richtig so. Sehr gut. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier warst. Gerne, es war sehr schön. Vielen Dank. Ja. Und Ihnen, liebes Publikum, danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.